BSAA. Bisschen zu spät. Was macht die FBC denn hier? Antworte, Raymond. Ich werde hier gar nichts beantworten. Sie haben hier überhaupt nichts zu sagen. Dafür ist jetzt keine Zeit. Wir müssen... Jetzt mal ganz langsam. Du weißt ja nicht mal, was du hier willst und wofür du überhaupt kämpfst. Raymond, bleib sofort stehen! Wer etwas ändern will, muss sich auch mal die Hände schmutzig machen. Stimmt. Die FBC ist also auch auf diesem Schiff? Was ist hier los? Wir arbeiten ohne Informationen. Wir müssen auf dem Schiff Antworten suchen, auch wenn der Gedanke nicht verlockend ist. Jetzt bin ich... Na toll, jetzt weiß ich nicht mehr, was meine stärkste Waffe war. Ich meine, bei der nächsten Dings nochmal gucken. Ich glaube, die mit dem wenigsten Schuss... Ja, ich glaube, die war das. Du wartest an. Ich scanne nochmal die Brücke. Weil. Dass man das jetzt so macht. Wahrscheinlich werde ich hier nichts mehr finden. Hier soll noch irgendwas sein? Okay. Da. Eine Handgranate. Natürlich. Noch was? Oh. Merke nicht. Nein. Gut, 5 Handgranaten habe ich. Toll. So. Und ich muss mehr mein Messer benutzen. Allein um Muni zu sparen. Das wäre der Anker, der Dings, besser Steuerradschlüssel. Ja, da. Ach, da ist er doch schon. Schiffsplan. Notfallkommunikationsraum. Neben der Programmversicht kann Raum auch nutzen, um zu senden, falls nämlich Solarium. Ja gut, also es gibt einen Notfallkommunikationsraum. Ach super, yay. Schrotgewehr, also gibt es bald ein Schrotgewehr. So, Scanner an. Nochmal vorsichtshalber nach Notsachen scannen. Nach Notsachen scannen. Nach versteckten Objekten scannen. Ich scheint es aber nicht zu geben. Okay. So, wir haben jetzt den blöden Steuerradschlüssel. Können wir ja endlich mal in die anderen Räume. Verworfen? Eine Nachricht? Okay. Lass mich nicht in die Hüterhalle sterben, ich bin hier gefangen. Hier gibt es Monster, echte Monster, die sind tot liegen. Verdammt, es ist zu Ende. Ja, hast du recht. Achso, Schiffsplan. Wenn wir durch die Halle gehen, sollten wir einen Notfallkommunikationsraum finden. Na? Ja, schon ein wenig verdaut worden.
Geschichte der Kron. Die interessiert mich ja wenig. Mich interessiert eigentlich nur, ob ich hier noch irgendwo. In ihm. Okay. Oh, in ihm stecken noch 3 heile Schrotpatronen. Das war zu erwarten. Ich schluck auch kurz vor meinem Tod immer ganze Schrotpatronen. Beispielsweise engagiere Leute, die einfach mal Schrotpatronen in mich hineinstecken, wenn ich schon tot da irgendwo liege. Wir sollten zum Notfallkommunikationsraum und die Zentrale kontaktieren. Mhm. Ja, vorsichtig, soll ich auch nochmal gucken, ne? Scheint aber nichts mehr zu sein, sonst okay. Funktioniert nicht. Toll, also wieder zurück. Ach ja, ich habe ja jetzt auch das Wappen und den Schlüssel und so, ich kann ja voll loslegen. Ich kriege jetzt alles auf. Gut, wir müssen Raymond finden. Woher kennst du ihn? Von der Arbeit. Belassen wir es dabei. Interessiert uns eh nicht. Ich glaube, die hatte ich schon alle durchsucht, aber sicher ist sicher. Ja, ich glaube, das hatte ich schon alles durchsucht. Ich bin ja auch hier reingekommen, also habe ich das schon alles durchsucht. Außer es spawnt neu, das wäre natürlich Weltklasse, aber ich glaube nicht. So, ich will, wo will ich denn jetzt hin? Erstmal kommen wir rein. Oder mir wieder hinterherfahren muss. Und zwar ja zu den oberen Kabinen. Stücke gerissen, ja. Mein Freund Hassan. Auf dem gewissen Bastarde. Hassan, der arme Hassan. Okay, sonst war hier nichts Wertvolles, Wichtiges oder da unter. Und noch wo? War das noch? Irgendwas Interessantes noch hier? Oder bin ich jetzt tatsächlich nur hier reingekommen, um. Oh! Illegales Zubehör. Illegal. Okay. Zu überlegen. Wir werden Fahrstuhl mal eben nach unten fahren. Das waren die unteren Kabinen. Ja, Moment. Nee, ich hab mich verkehrt. Verdammt. Ich war aber der Meinung. Oder vertue ich mich gerade komplett? Map? Warte. Map, Karte, Karte, Map. Bill, Waffenkiste. Waffenkiste. Untere Kabinen. Bin jetzt aber bei den oberen Kabinen. Ich muss doch zu. Nein! Oh Gott! What a pleb. Dann legt man die Hände einmal falsch auf die Tastatur, dann sprengt man sich direkt selber in die Luft. War das doch hier? Okay, alles klar. Jetzt habe ich mir wieder die Orientierung wieder gefunden. Waffenkiste ist hier um die Ecke. Hier. Schaden 2. Verstoß 1. Schaden raus. Dafür Schaden 2 rein. Hier noch Feuerstoß. Zweifacher Feuerstoß. Feuer 2 Schüsse hintereinander.
Mit nur einer Richtung Abzug ist. Ja, okay. Dann nehmen wir hier noch den anderen Schaden rein. So. So. Bedeutet einmal schießen, zwei Schüsse und voll Dampf voraus. Und die, jetzt muss ich kurz überlegen, Wappen, 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 das war bei den oberen Kabinen. Hier? Nein. Hier war noch der Winter vom Klo. Den habe ich liegen, den stehen lassen, weil wen interessiert's? Naja, die Chipkarte brauche ich ja auch noch. Kartenleser-Zeug muss ich ja auch aufmachen. Ja, und was will er von mir? Da unten lag auch noch einer. Ihr könnt schießen? Das ist nicht meine Welt. Sehr gut. Wieder ein Scan abgeschlossen und wieder eine Heilung. Yay. Bei mir wird hier noch irgendwo angezeigt, dass hier noch irgendwas Interessantes ist. Wahrscheinlich unter mir. Handabdruck. Okay. Was ist das sonst? Auf dem Truthahn findet man natürlich oft nochmal einen Handabdruck. Einen Ankerschlüssel habe ich noch nicht. Müsste ja. Welcher Truthahn war das? Kann ich den überhaupt noch angucken, den Handabdruck, oder ist er automatisch eingescannt dann? Automatisch wahrscheinlich, ne? Dieser war das, ne? Ist das noch was an? Ah, ja. Hier ist auch noch Munition. Ich kann nicht mehr mitnehmen. Hm. Okay.